Hallöchen! Ich möchte dir ein November-Update geben. Was ist im November los? Und ich habe das angefangen, ich hatte es ja auch im Oktober schon mal so ein Video gemacht, weil ich ja im letzten Jahr so eine Jahreszyklusserie gemacht habe, wo ich zu jedem Monat ein Video gemacht habe, in dem ich so erzähle, was ist da gerade in der Natur so los. Und wie können wir das auf uns selbst übertragen, um im Einklang mit der Natur zu leben, um besser zu verstehen, was vielleicht auch in uns selber vorgeht? Und weil ich diese Videos nicht nochmal hochladen kann, mache ich jetzt sozusagen immer so einen Hinweis darauf. Also es gibt dieses Video, ich verlinke dir die Playlist hier oben mal, gibt das ganze Jahr jetzt komplett, kannst du dir anschauen. Und ja, der November ist ja der Monat, wo die Natur sich fast komplett zurückgezogen hat, sich in die Erde zurückgezogen hat und auch wir Menschen ziehen uns immer mehr zurück ins warme Kuschelige, an den Ofen oder sogar hier an den Kamin. Und die Kerzen werden angezündet und ja, das wird draußen immer dunkler und das innere Licht wird heller. So. Und es ist sozusagen so eine Ruhephase. Das nur mal so als kleinen Einblick, so ein Anteasern. Wenn du mehr wissen willst über den November, dann schau dir das Video an. Und was ist noch los im November? Am 5. November ist der Startschuss für den Selbstliebe 30-Tage-Intensivkurs. Mein erstes großes Videokurs-Baby am 5. November. Können die ersten 10, die sich da anmelden, zum Spezialpreis dabei sein? Es lohnt sich. Ab 12 Uhr ist er freigeschaltet. Und ich habe in diesem Kurs wirklich das gesamte Wissen von 20 Jahren sozusagen eigenen Prozess und auch aus der Praxis reingetan. Ich habe immer jeden Tag gibt es ein Impulsvideo, wo ich über ein Thema spreche, was mit der Selbstliebe zu tun hat. Und eine Übung gibt es dazu. Jeden Tag, weil Selbstliebe ist wirklich die wächst, indem wir die praktizieren, indem wir uns ja da verschiedenen Dingen stellen und da kannst du sozusagen jeden Tag dich wieder neu üben da drin und die in dir wachsen lassen. Wenn du da Interesse hast, dann merk dir unbedingt den Termin am 5. November. Wenn du jetzt schon loslegen willst, dann gibt es halt diese kostenlose Schnupperversion, die gibt es jetzt schon seit 1,5 Monaten oder 2 Monaten ungefähr. Es gibt viel tolles Feedback und da kannst du sozusagen sehen, wie ich das mache, wie das abläuft, um dann irgendwie zu sagen, ja, ich möchte tiefer einsteigen in die Thematik und einen richtig intensiven Kurs machen. Dann ist das das Richtige für dich. Also wie gesagt, kannst ganz unverbindlich halt reinschauen, ob das was für dich ist. Das dritte, was im November passieren wird, ist das Retreat, das Fasten-Retreat, was ich mit Tobias mache. Das wird dann unser drittes Retreat dieses Jahr. Wir haben ja angefangen mit Rohkost in Thailand. Dann haben wir im Sommer in der Nähe von Leipzig haben wir Meditationsretreat gemacht. Verlinke ich dir auch mal das Video, was danach entstanden ist, kriegst ein paar Einblicke. Und jetzt halt im November Fasten-Retreat. Wenn du dich jetzt anmeldest und sagst, dass du über das November-Video von Kati kommst, also weil du meldest dich bei Tobias an, dann kriegst du noch den Frühbucherpreis. Ansonsten, ja, wir haben uns wieder einen schönen Ort ausgesucht. Es geht darum, in der Gruppe gemeinsam eine schöne Zeit zu haben, Zeit für uns selbst zu haben, miteinander zu sein und auch mit uns allein zu sein, so in dich reinzuhorchen, das, was halt im November so ansteht. Zur Ruhe zu kommen, den Alltag mal ausblenden und ja, vielleicht Dinge, Antworten in dir finden, für die du sonst keinen Raum hast. Ja, und wir wollen es da einfach eine schöne Zeit machen. Es geht nicht um Askese oder Verzicht, sondern wir werden die Sinne auf andere Dinge lenken, ja, sodass du gar nicht merkst, dass du keine Nahrung, sozusagen kein Essen zu dir nimmst. Und von den 8 Tagen werden 3 Tage gefastet, das sind 2 Tage Abbautage, 3 Tage Aufbautage, weil
dieses Wiederanfangen, das ist eigentlich der schwierige Moment und den wollen wir wirklich in diesem bewussten Rahmen vollziehen gemeinsam. Also wenn du Lust hast, es gibt noch Platz, dann melde dich jetzt noch an. Ich weiß nicht mehr, wie viel Platz, also wenn du merkst, ja, das ruft dich, dann warte auch nicht mehr. So. Genau, und das allerletzte, was im November passieren wird, ist, dass ich halt in die Wärme reise. Ich verrate noch nicht, wohin, das kommt dann in dem nächsten Video. Da wecke ich deine Neugier. Aber ich kann dir sagen, ich werde den Winter wieder im Warmen verbringen und ich werde Ende November losfliegen. Es wird wieder Asien sein. Es hat mir einfach so gut getan, diesen Frühling, der im Frühjahr. Und ich habe gemerkt, ich möchte mir das wieder schenken. Und ich habe auch gemerkt, der Prozess, der dort gestartet hat, ist noch nicht zu Ende. Da gibt es irgendwie noch was zu tun oder zu entdecken, so von weiter weg auf mein Leben zu schauen. Und ja, ich möchte mir Zeit geben, da einfach noch mehr Antworten für mich zu finden und ja, mir eine schöne Zeit auch zu machen und in einer schönen Umgebung meine Projekte weiter voranzubringen. Ja, das ist der November. Du kannst gespannt sein auf den Dezember. Ich habe mir da schon eine tolle Überraschung ausgedacht. Wirst du dann Ende November erfahren. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Zeit. Viel Kerzenschein, dass du irgendwie, ja, das innere Licht, dass es leuchtet und dass du dich schön einkuscheln kannst und Zeit hast, auch zur Ruhe zu kommen. Freue ich mich, wenn du beim nächsten Video wieder einschaltest. Alles Liebe dir. Ciao.